Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Und ja, Freunde, ich sitze hier wieder an meinem PC. Aber warum? Ja, denn ich habe einen Ehrengast auf der anderen Seite dieser Welt. Nico! Black Friday! Peter, danke! Arschgeile Nummer, dass wir hier zu zweit am Start sind. Heftige Grüße gehen raus an unsere beiden Kumpanen Später und Sascha, die gerade beide nicht da sind. Ich bin hier in meiner 17 Millionen Euro Penthouse-Suite, Freunde. Grüße gehen raus. Saint-Tropez, Schickimicki, so muss das sein. Schickimicki, so muss das sein. Nico, du weißt doch, was wir bestimmt jetzt machen, oder? Ich weiß, was wir machen. Ich freue mich auch schon sehr lange drauf, weil das ist eines meiner Lieblingsspiele tatsächlich. Okay, liebe Freunde, wir spielen heute Scribble. Ja, Nico gegen mich. Mal schauen, wer besser zeichnen kann und mal schauen, wer besser erraten kann, ja, was der andere auch zeichnet. Das Ganze funktioniert so, Nico zeichnet was, ich muss erraten, was Nico gezeichnet hat und andersrum genauso. Und umso schneller man die Sachen errät, umso mehr Punkte gibt's. Nico, ich würde sagen, wir starten. Jetzt habe ich gerade gar nicht zugehört. Um was geht's nochmal? Das Spiel startet. Viel Spaß. Jetzt muss ich das zeichnen, was ich jetzt auswähle, oder? Genau, du hast jetzt drei Wörter zur Verfügung und du musst hier einen aussuchen und das musst du zeichnen. Und bitte anständig zeichnen. Okay, alles klar. Oh je, so schnell wie du wieder zeichnest, kann es ja nur gut werden. Ja, das ist mega. Digga, was ist das? Das ist ein Fotoapparat, oder? Fotograf! Peter! Digga. Es ist doch logisch! Aber es war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Guck mal, Nico, ich zeig dir mal, wie schön man zeichnen kann. Okay. Ah. Alter! Ja, siehst du? Ja! Aber ja. Okay, das musst du erraten. Die erste Runde geht an dich. Ich weiß es schon. Cruzember. Auto, das ist auch viel. Ah, Polizeiauto. Oha, was ist das? Was soll das sein? Warte, ich kann es nochmal neu machen. Ah, ja, okay. Ja, schnell, 10 Sekunden noch. Oh, scheiße. Digga, was? Das da, das hinten. Auspuff. Nein. Heckspoiler. Digga, alles Peter, klar. Hm? Wir sind bei dir eigentlich alle guten Wörter verloren. Komm mal, ich zeig dir jetzt, wie man deins ganz schnell errät. Jetzt pass auf. Digga, ich hab halt auch voll die leichten Wörter für dich. Ja, jetzt, hau raus, guck, ich werd's gleich erraten. Oh, warte, ich muss es kurz löschen. Ich muss die schwarze Farbe wieder nehmen. Aber es geht ganz einfach, guck mal. Ah! Oh, ja, nein, das ist doch ein Lagerfeuer! Es ist doch ein Lagerfeuer! Es ist die Flaschenpost! Flaschenpost? Was? Yo! Was für Flaschenpost? Digga! Natürlich! Digga, halt's Maul! Digga, die Flasche, da drin ist der Brief und im Meer. Ich hab dir auch noch schönes Wasser gezeichnet. Ich habe jetzt was richtig Gutes, kommt, das musst du direkt erraten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oha, was ist das für ein Wort? Das habe ich noch nie gesehen. Das kann man doch niemals in 30 Sekunden zeichnen. Denk simpel, Digga. Was zeichne ich hier gerade, Digga? Am Malagum Kreuzfahrtschiff. Was ist das? Das ist ein Turm. Kreuzfahrtschiff? In welchem Universum? Was ist das? Sind ein Kreuzfahrtschiff hier Wörter, Digga? Schiefer Turm von Pisa. Guck mal, was ich geschrieben habe. Pisa, ja. Da schreibt man doch nicht nur Pisa. Peter, guck mal, da wird doch angezeigt, wie viele Buchstaben das sind. Ja, da geht man doch nicht her und schreibt nur Pisa. Aber das ist doch ein bisschen zu übertrieben, oder nicht? So, Nico, das bist du, okay? Ja. Oh, okay, warte, ich zeichne es anders. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, was machst du? Okay, das ist dein Arsch, okay? Und hier kommt das raus. Das Peter! Was? Wind! Hä? Ja, sorry, ich wollte so... Wie beschreibt der Typ Wind? Digga, was ist das denn? Ein schwarzer Punkt. Ich bin fertig mit meiner Zeichnung. Es ist schwarz, es ist schwarz, es ist schwarz. Ey, ganz kurz, habe ich euch schon meine neuen Hausschuhe gezeigt? Ich war gerade bei meiner Mutter, die hat mir neue Hausschuhe geschenkt. Arschgeile Nummer, Malaga, verstehe ich. Also ich muss wirklich sagen, oh, üble Nummer. Wirklich einfach, okay? Okay, ja. Ich zeichne wieder einen Mensch, Körper. Und hier sind Schuhe. Und ich suche das, was der Mensch hier hat. Das sind Oberschenkel, das sind Unterschenkel. Und was hat er in der Mitte?
Jawohl! Peter, du musst dir überlegen, du zeichnest so schlecht, dass du da schon mit deinem, hier, mit deinem Word... Was war denn okay. Das? Nico, lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Okay, 4 Buchstaben, das ist gut, das weiß ich schon. Haus. Stein. Das sieht ja ganz falsch aus. Digga, was zeichnest du? Ich dachte, das wären diese Steine, die sich so aufeinander stapeln. Was soll das sein? Ja, es sind halt keine Penisse, sondern es ist was Ähnliches wie ein Penis. Hä? Ist aber aus einer anderen Rubrik, sagen wir es mal so. Ey, yo, 3 Sekunden. Das ist eigentlich relativ einfach. Komm, Peter. Holz. Ja, es sieht schon aus wie Holz. Okay, jetzt geht's wohl, Alter. Penis. Hier vorne, das wieder löschen und dann einmal. Klack, klack, klack. Und hier kann man nachladen. Ah, Knarre. Fast. Die Kanone! Ja, das ist die Kanone, natürlich, Peter, klar. Es ist die Kanone. Es ist die Kanone. Peter, was ist das für eine Kanone? Ach, Digga, sorry, ich bin hier schlecht im Zeichnen. Ich geb's ja zu. Ich geb's okay, zu. Jetzt hab ich was Gutes. Jetzt hast du was Gutes? Wenn du das nicht errätst. Digga, du machst es mit Absicht, ne? Dass du so lange Wörter nimmst. Das ist ein Tisch. Das ist eine Tischtennisplatte. Nee! Tischtennis. Null. Platte. Das ist wirklich null eine Tischtennisplatte. Hä? Okay, jetzt bin ich gespannt. Einkaufswagen. Es sieht schon aus wie ein Einkaufswagen. Bruder, mit was spielst du? Alter, klar, Mann! Spielst du gerade mit deinem iPhone oder so? Nein! Digga, das sieht voll komisch aus. Das sieht hast du Drogen genommen? Guck mal, wie das Apfel in den Einkaufswagen. Das ist doch logisch. Guck mal, wie verwackelt das ist. Hast du irgendwelche Drogen genommen oder so? Und das ist es. Hui. Ah. Hä? Ja, das erste, was du... Ja. Ah, jawohl, Alter. Hey, yo, Peter, was ist los? Ich zeichne schön und Alter, bin relativ schnell fertig. Peter, absolut. Du bist einer der wirklich begabtesten Zeichner, die ich jemals kennenlernen durfte. Also, Peter, jetzt habe ich was mega Einfaches. Ja, mega einfach. Hey, Digga, du willst mich doch verarschen, Digga. Du willst mich richtig verarschen. So, jetzt müsstest du es eigentlich wissen. Alles klar. Was ist das? Ein Mensch, der kotzt. Ein Mensch, der kotzt. Ja, was? Schnell, 10 Sekunden. Jetzt müsstest du es wissen. Digga, wenn du darauf nicht kommst, dann weiß ich auch nicht, was los mit dir ist. Weihnachts. Okay, alles klar. Alles klar. Hey, es lag auf der Hand, Freunde. Seid ehrlich. Digga, kennst du nicht William Shakespeare? Einer der bekanntesten Sänger seiner Zeit, direkt nach William from the Tsar. Schein. Achso, das ist eine Reduzierung. Das ist eine, ja, ein genau. Angebot. Ah! Ich zeichne so schön für dich und du. Hast du da Cola geschrieben? Nee, Rolex. Rolex? Ja, das ist eine Rolex hier. Mond. Peter, es ist eindeutig. Digga, Monaco. Nico! Willst du mich gerade komplett verarschen? Digga, Rolex, Geldscheine, Hochhäuser, Meer, Monaco. Guck mal, wie schön ich zeichne. Du weißt sofort, um was es handelt. Guck, das erste Wort, was du schon schreibst, ist richtig. Und ich suche das hier. Christbaumkugel. Richtig. Digga, Christbaum... Du sagst, du siehst das erste Wort, das da steht. Ich habe Weihnachtsbaum als erst geschrieben. Du so ein... Oh mein Gott, ist der Typ dumm. Egal, ich habe trotzdem gewonnen. Ausgeile Nummer, Peter. Digga, Peter, lass das Spiel nochmal spielen, aber zu viert dann wieder. Das ist übel. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Nico, ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ja, dieses Spiel geht auf jeden Fall an dich. Ich bin der Meinung, Leute, wenn ihr den ganzen Bums nochmal in 4er-Episode sehen wollt, weil da habe ich wirklich Bock drauf, ist echt ein lustiges Spiel, dann lasst jetzt auf jeden Fall keinen Daumen nach oben da und guckt auf keinen Fall bei den Jungs vorbei, weil denen auch ein Video online gegangen ist. Dann werden wir das ganze Ding nochmal machen. Okay, Nico, vielen, vielen Dank dir. Und ja, liebe Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Nico vorbei und wie Nico schon gesagt hat, auch bei den Jungs. Ja, bei denen kam heute auch ein Video online. Und wir sehen uns morgen wieder. Morgen, Freunde, ganz wichtig, komm, 2 Nummer, ein Gedanke. Ich verrate schon mal, ja. Nico, willst du noch was sagen? Hab mich gerade disconnected. Er ist komplett raus aus dem Teamspeak. Also, liebe Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.